Und damit herzlich willkommen im Update 1.205. Ja, wir haben uns ja gerade den Trailer angeschaut und wie wir gesehen haben, es gibt verdammt viel Neues. Und wie gewohnt ist es in zwei Sch Spalten aufgeteilt. Das eine, hier das blaue, das ist alles kostenloser Inhalt, den jeder bekommt. Das andere, das hier in Rot, ist der kostenpflichtige Inhalt. Und man sieht schon, allein die Anzahl an neuen Blöcken ist umwerfend. Ja. Wir haben neue Blöcke, wir haben neue Komponenten, wir haben auch zwei neue Fraktionen. Das eine ist ihr Faktorum. Von denen muss man sich diese Prototech-Geräte klauen. Sprich, man muss sie stibitzen. Man darf sie nicht zerflexen, weil man sie selber nicht bauen darf, nicht bauen kann. Man kann gewisse Komponenten herstellen später, ja. Dazu werden unter anderem Reste, die diese Reste gebraucht. Das schauen wir uns dann nachher gleich an. Wir haben auch endlich diese Verbinder bekommen. Diese Full Block Verbinder. Lange haben wir auf solche Blöcke gewartet. Wir gehen gleich im Einzelnen drauf ein, was es alles neu gibt, welche Funktionen die Sachen haben. Ich möchte bloß so viel sagen, das Update ist noch nicht allzu lange da. Also bitte verzeiht mir, wenn manche Informationen noch nicht vollständig sind oder wenn ich teilweise noch keine genauen Informationen zu den einzelnen Blöcken geben kann. So, dann schauen wir uns mal an, was es Neues gibt. Wir haben hier Starthilfegerät, Prototech. Das ist der Sprungantrieb. Der neue. Und wie man sieht, das Menü ist das gleiche wie beim alten. Der hat aber eine Besonderheit. Den gibt es auch für Small Grid, sprich für kleine Blockkonstruktionen. Endlich haben wir einen Sprungantrieb für kleine Schiffe. Yippie! Ja. So, dann haben wir ein Triebwerk und das ist riesig. Das ist tatsächlich größer als das industrielle Wasserstofftriebwerk. Wir können uns das ja mal im Vergleich anschauen. So, da sehen wir mal den Vergleich. Das industrielle Wasserstofftriebwerk, das ist das bis dato längste Triebwerk gewesen, was wir bisher hatten. Und jetzt das neue. Ja, was für ein Vergleich. Was gibt es zu diesem neuen Triebwerk zu sagen? Es ist rein energiebasierend und es ist eine Kombination von der Stärke jedenfalls, eine Kombination zwischen Wasserstoff und Ionen. Es ist, funktioniert in der Atmosphäre und im All. Man kommt problemlos mit diesem Triebwerk vom Planeten ins Weltall. Und das hat man natürlich auch hier in klein für Small Grid. Leider gibt es bloß diese Version von dem
Triebwerk. Also leider gibt es da keine kleinere Version. Und man sieht nämlich hier auch, es ist drei Blöcke breit in Small Grid, drei Blöcke hoch. Und ja, es ist acht Blöcke lang im Small Grid. Also ja, es ist kein kleines. Dann haben wir neue Gyroskope. Auch diese gibt es nur vom Prototech, sprich, man muss sie sich bei den NPC-Fraktionen stibitzen. Einmal klein, einmal groß. Dann haben wir, wie schon vorhin angesprochen, endlich die Steckverbinder, also die Full-Block-Verbinder. Sogar mit mehreren Anschlüssen. Und ja, sie sind luftdicht. Dann zwei Varianten für Small Grid, sprich den normalen und den ganz kleinen. So, dann haben wir auch eine neue Batterie bekommen. Auch hier einmal Small Grid und einmal Large Grid. Und ja, sie sind größer, beziehungsweise die für Large Grids ist größer, kann auch mehr. Moment, mal gucken, wo ich es besser euch zeigen kann. So, so kann man es besser sehen. Also, man sieht, sie kann maximale Energieabgabe 48 Megawatt. Wahnsinn. Schauen wir uns mal an, was eine normale kann. Die kann bloß 12 Megawatt. Die neue von Prototech, die man sich klauen kann, hat auch eine maximale benötigte Energiezufuhr von 24 Megawatt. Die normale 12. Die normale kann 3 Megawatt maximal speichern. Die neue kann 18 Megawatt speichern. Oh, ich liebe sie jetzt schon. Dann geht's mal weiter. Das ist der. Genau, hier kommen wir jetzt auch zu was Faszinierendem. Eine Small Grid Raffinerie. Ja, man hat es richtig gehört. Es ist eine Raffinerie für kleine Schiffe. Und sie hat auch schon ordentlich Geschwindigkeit. 150% Geschwindigkeit, Ausbeute auf 125%. Also wer unbedingt mit seinem Miner unterwegs sein möchte in Small Grid und unterwegs auch gleich die Erze verarbeiten möchte, der kann sich jetzt austoben. Das Ganze haben wir natürlich auch in Groß. Die Große hat gleich mal eine Raffineriegeschwindigkeit von 550%. Eine Ausbeutung von 200%. Und nein, sie hat keinen Anschluss für Erweiterungsmodule. Zum Vergleich. Eine Standardraffinerie hat ohne Module eine Geschwindigkeit von 130%. Eine Ausbeuterate und Energieeffizienzrate jeweils von 100. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man die normale verstärken kann. Aber so oder so, man kann sie immer bloß auf ein Maximum, zum Beispiel Geschwindigkeit auf ein Maximum von 530 bringen, wenn man alle Plätze mit den Produktivitätsmodulen belegt. Oder man tut sie nur mit den
Effektivitätsmodulen belegen, dann kommt man auf eine Ausbeute von maximal 200%. Stromsparmodule, klar, würde man jetzt im Normalfall nicht machen, komplett voll knallen, wäre dann Energieeffizienz 500%. Schauen wir uns doch nochmal die neue an, die Prototech. Die hat keine Erweiterung, aber sie hat Raffineriegeschwindigkeit 550%. Das heißt, sie ist in dem Moment sogar der normalen Raffinerie voll ausgestattet überlegen, weil die normale voll ausgestattet bloß 530 maximal schafft. Dann schauen wir uns noch einmal im Vergleich an. Ausbeuterate 200% im festen Status. Normale würde voll ausgewertet, ausgebaut auch 200% bringen. Also ja, meine Empfehlung ist definitiv zu schauen, dass man sich die neue Raffinerie von der Faktorum-Fraktion stibitzen kann, sollte. Ist meine ernsthafte Empfehlung. So, dann haben wir hier die neue Montageanlage von Prototech. Die kann nur Prototech-Komponenten herstellen. Sonst nichts. Sprich, die ist als Erweiterung eurer regulären Produktionsstruktur gedacht. Nicht als alleinstehendes multifunktionales Gerät. Und wie man sieht, man braucht Prototech-Abfall. Bis auf bei den Paneelen, das geht auch normal. Alles andere braucht den Abfall von Prototech. Weil die Komponenten habe ich hier mal aufgelegt. Das sind die einzelnen Komponenten, die kann man in der Welt finden. Die kann man später auch über die Montageanlage herstellen. Die einzigen zwei Sachen, die nicht herstellbar sind, ist der Prototech-Abfall, weil der wird benötigt, um die Komponenten herzustellen. Und auch der Rahmen ist nicht herstellbar. Ich selber weiß jetzt noch nicht, wofür der Rahmen genau benötigt wird. Anscheinend soll man später auch selber die Prototech-Sachen einmal selber stellen und bauen können. Fakt ist, zum jetzigen Zeitpunkt, einige Stunden nach Veröffentlichung des Updates, kann man die Rahmen bloß in den verschiedenen NPC-Stationen und Schiffen finden und nicht selber herstellen. So, dann haben wir aber noch etwas neu dazu bekommen. Einen richtig großen Prototech-Bohrer. Ja, der ist groß. Drei Blöcke im Durchmesser. Und eins, zwei, drei, vier in der Länge. Was für ein Oschi. Ja. Über den weiß ich selber noch nicht allzu viel, nur dass er definitiv ein viel größeres Loch macht als die normalen Bohrer. Also, ich meine, um sich herum. Sprich, er verkeilt sich nicht mehr so schnell. Das sind alles Sachen, die jetzt kostenlos dazugekommen sind. Regulär ins Spiel. So, jetzt habt ihr hoffentlich bemerkt, dass ich etwas von dieser Fläche noch nicht vorgestellt habe. Ja, dazu kommen wir jetzt.
Und zwar dieses neue Cockpit. Das gibt es zwar auch kostenlos, aber man muss eine Kleinigkeit tun. Und zwar im Hauptmenü muss man auf der rechten Seite die Newsletter abonnieren. Auch wenn man sie schon hat, man muss sie nochmal abonnieren. Am besten einfach mal abonnieren. Man bekommt dann eine Bestätigungs-E-Mail. Optimalerweise tritt man dann, so wie es in der Bestätigungs-E-Mail erbeten wird, auch dem Discord von Keen bei. Man kann ja später wieder austreten, ist ja alles kein Problem. Aber dadurch würdet ihr dieses Cockpit bekommen. Das ist Small Grid, nur für Small Grid. Und wie man sieht, oh, eine sehr, sehr schöne Aussicht. Schön übersichtlich. Man hat wirklich viel, viele Sichtfläche. Und es ist tatsächlich mal an die Grundblöcke, die im Spiel drinne sind, angepasst. Man hat endlich gescheite Möglichkeiten, das Cockpit in ein Schiff zu integrieren. Es hat auf der Unterseite einen großen Konveieranschluss und ansonsten eine rundrum kleine. Also ja, man kann viel damit machen. Ich freue mich jetzt schon, das regulär selber zu verwenden. Und ja, ich habe mit Absicht die Fläche, die Bodenfläche blau gemacht, da ja auch Keen selber den kostenlosen Abschnitt als blauen Abschnitt dargestellt hat und den kostenpflichtigen, zu dem wir jetzt kommen, rot. Das hier sind alles Sachen, die man über das kostenpflichtige DLC bekommt. Aktuell kostet es 4,99 €. Also, man kann nichts sagen. Auch hier sieht man, man hat eine Menge Blöcke. Vor allem sehr interessante Brückenfensterblöcke. Und sie sind nach unten luftdicht. Jedenfalls diese vorderen. Korrektur, sie sind alle nach unten luftdicht, bis auf die Seitenwände. Und jetzt kommt noch was ganz Tolles, was ganz, ganz, ganz Tolles, was diese Brücken angeht. Übrigens, ja, weil wir es gerade noch sehen, das G-Menü, das Baumenü hat sich ebenfalls verändert. Es ist komplett neu angeordnet worden. Ich brauche erstmal eine Weile, um mich da zurechtzufinden. So, wir wollen genau die Brücke. Und zwar, ja, es ist endlich ein Steuersitz integriert in einen Fensterblock. Ja, ich liebe es jetzt schon. Und man sieht, man kann auch diese optimal im Spiel jetzt verwenden, denn sie sind an die im Spiel schon bestehenden Formen angepasst. Also auch hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, die in eine Schiffshülle zu integrieren, gerade wenn man die obere Schicht aus halben Panzerblöcken machen möchte. So. Dann haben wir neu dazu gekommen eine Tor-Tür-Kombination. Man kennt es ja aus Frostbite, dieses große Hangartor. Jetzt haben wir hier das Ganze für personenbezogene Größen. Hier nochmal etwas breiter
und zur Seite aufgehend. Dann haben wir Flutlichter bekommen. Schöne industrielle Flutlichter. Also wirklich, ich feiere das Design. Die gibt's für Large Grid und für Small Grid. Dann haben wir für Small Grid eine komplette Küchenausstattung. Eine Mikrowelle, die man auf und zu machen kann. Einen Herd, den man auf und zu machen kann. Eine Spüle, die keine Funktion hat und kein Inventar. Wir haben einen Kühlschrank bekommen. Da kann man Glen Cola, Cosmic Coffee oder weiß der Geier was alles reinmachen. Dann haben wir eine Kaffeemaschine bekommen. Wir können endlich unseren Space Engineers Kaffee ganz normal trinken, während wir mit unseren Small Ships unterwegs sind. Und dann haben wir noch einen Erste-Hilfe-Kasten bekommen, den man auf und zu machen kann. Wo man zum Beispiel die Erste-Hilfe-Pakete reinpacken kann oder so Power-Kits. Ja, und den Kühlschrank kann man übrigens auch benutzen und öffnen, schließen. So, genau. Das fand ich jetzt persönlich am negativsten, dass der neue Piston, also neue Kolben für Small und Large Grid im kostenpflichtigen DLC sind. Weil die sehen richtig, richtig toll aus. Ich finde es schade, dass das im kostenpflichtigen ist. Aber kann man nichts ändern dran. Aber ich freue mich jetzt schon mit denen neue Aufzugssysteme zu bauen oder Torsysteme. Weil das wird richtig optisch, stylisch, toll. Ja, den ganzen nochmal in klein. So, dann haben wir hier was rumliegen. Eine Parabolantenne. Es ist, wie man auch hier sehen kann, irgendwie eine Kombination zwischen der normalen Kompaktantenne und der Satellitenschüssel. Und ich freue mich jetzt schon, diese Parabolantenne zu benutzen, um so Alibi-Radarsysteme darzustellen, zu bauen. Weil dafür ist das Design doch perfekt geeignet, meiner Meinung nach. Also, ich habe da schon jede Menge Ideen. Dann haben wir auch noch das, eine modulare Frachtcontainerkiste. Und ja, die ist für Small Grid und nur für Small Grid. Und wenn wir uns mal anschauen, die hat in der Standard-Block-Inventargröße hat die 10.000 Liter. Schauen wir uns doch mal im Vergleich den großen Frachtcontainer für Small Grid an. Der hat ja 15.625 Liter. Das heißt, man kann jetzt endlich Rover oder Small Grid Schiffe bauen, die nicht so klotzmäßig sind, weil man dauernd diese großen Frachtcontainer nutzen muss. Man kann endlich mal ein bisschen stylischer bauen und trotzdem ordentlich Fracht aufnehmen. Dann haben wir auch für Small Grid Betten bekommen. Man kann endlich also auch ein Small Grid Schiff weit, weit, weit ins All schicken und die Besatzung kann sich problemlos unterwegs ausruhen. Ideal für Langstreckenerkundung. Dann haben wir neue Waffentürme bekommen. Einmal Gatling und einmal Raketenturm. Sie sehen definitiv schöner aus. Leider
ist nach wie vor, ja, man sieht's. Man kann nicht direkt dran bauen. Immer noch nicht. Also, Keen, tut mir leid, aber das hättet ihr besser machen können. Ich kann ja verstehen, wenn ihr sagt, hier oben die Hitbox für den beweglichen Teil des Turms muss drei Blöcke im Durchmesser haben. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber Keen, bitte, warum auch hier unten der Sockel? Hätte es nicht gereicht, den Sockel A in vollen Block zu machen und nicht so halb, dreiviertel oder vier Fünftel Block und dann auch hier unten voll die Platzverschwendung nach wie vor? Meine persönliche Meinung. Ansonsten ist es 1 zu 1 das gleiche, also die benutzen die gleiche Munition wie die Standardtürme. Sehen halt bloß optisch toller aus. Das gleiche haben wir auch nochmal für Small Grid. Vor allem, sie haben hier jetzt an den Kanten noch ein bisschen Deko bekommen, dass es nicht ganz so offen aussieht. Ja, hier haben wir einen Raketenturm, hier haben wir Gatling. Ja, dann haben wir für Small Grid noch dieses hübsche Teil, Media Player. Das ist nichts anderes als eine Shootbox für Small Grid. Man kann hier die ganzen Musiktitel, die Space Engineers hat, abspielen. Sieht nicht schlecht aus, also man kann das schon interessanterweise gut verbauen. Also ich habe da schon einige Ideen. Dann haben wir noch einen Kapitänspult bekommen. Benutzbarer Arbeitstisch. Mit kleinem Inventar, wirklich kleinem. Aber da kann man zum Beispiel Datapads reinlegen. Ja. Leider kann man den Bildschirm davon nicht bearbeiten, oder? Doch. Ha. Man kann sich Sachen auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Was nehmen wir denn hier? Genau, nehmen wir das Poster. Ja, da könnt ihr zur Not auch eure eigenen erstellten Bilder einfügen. Wer's kann, wer's will. So, ihr habt euch bestimmt auch hier gewundert, warum hier auch schon wieder abgetrennt ist, obwohl da ja noch Sachen sind. Und ich stolziere hier immer so schön drum rum. Wir haben uns jetzt so viel angeschaut. Was ist hier versteckt? Auch das gehört zum kostenpflichtigen DLC Contract. Allerdings sind das Erweiterungen für das Signal Update. Sind für Small Grid noch zwei Fensterteile. Und fürs Large Grid vier Fensterteile. Des Weiteren auch Fachwerk Pfeilerecke. Da kann man endlich auch interessantere Kurven machen. Und man kann endlich auch von dem Outside und dem Middle kann man jetzt endlich mal verbinden. Und ich denke, damit kann man dann endlich mal gescheite Straßenlaternen bauen. Ich freue mich schon auf neue, ideenreiche Bausessions. Also ich kann nur sagen, es ist faszinierend. Also wir haben sehr viel dazu bekommen, aber ich bin noch nicht am Ende. Weil ich habe da noch was erfahren. Dazu gehen wir mal hier. Verschiedene Sachen, die wir bisher gemacht haben, gerade wenn es jetzt um Fahrstuhl oder Tore oder so geht, was Kolben angeht,
Da hat man Ewigkeiten, hier die Geschwindigkeit, dann die Länge, alles ausrechnen müssen, wie lange braucht das, teilweise auch mit Timerblöcken oder Ereignissteuerungen zu arbeiten. Das geht jetzt einfacher. Wenn man will, dass es auf einer bestimmten Stelle anhält, aber auch später dann wieder zurückfährt, ohne jetzt ewig große Schaltungen zu machen, da haben sie uns jetzt eine ganz neue Funktion reingebracht ins Spiel. Und zwar für alle, soweit es mir bekannt ist. So, und dann nehmen wir jetzt einfach mal eine Schalttafel. Dann können wir hier die Taste belegen mit... Wo ist jetzt der Kolben? Kolben, Kolben, Kolben. Da. Hier kann Kolben. Ja, ich muss erstmal mich dran gewöhnen. Den ziehen wir mal hier drauf. Und dann gibt es hier... Wo ist es? Genau. Festlegen und verschieben. Genauso gibt es auch eine neue Funktion. Geschwindigkeit festlegen. Aber nehmen wir uns mal festlegen und verschieben vor. So, Entfernung festlegen. Aktuell ist er auf 10. Sagen wir mal, er soll auf 5 runter. Geschwindigkeit, sagen wir, ja, doch, 5, also 0,5 sollte reichen. Bezeichnung, sagen wir X1. Dann drückt man drauf. Wow. Aber zurück geht's nicht mehr. Aber der ist jetzt genau. Moment, wir können es nachschauen. Der ist genau auf die 5 Meter gefahren. Damit lässt sich sehr gut ein mehrstöckiger, ich meine, ein Aufzug für mehrere Stockwerke bauen. Mal gehen wir jetzt mal über den zweiten Knopf. Sagen wir hier wieder Höhe festlegen und verschieben. Höhe 0. Geschwindigkeit meinetwegen auch 5. Und das ist dann X2. Schon ist er runter. Das Ganze tun wir jetzt mal noch umkehren. Zum Beispiel festlegen und verschieben. Sagen wir hier auf die 5. Auch Geschwindigkeit lassen wir mal auf 5. Das nehmen wir X3. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es überschrieben. Okay, nehmen wir nochmal alles raus. So. Ja, bitte verzeiht mir, ich habe die ganze Nacht recherchiert, ich habe ausprobiert und hab rumgetestet. So, probieren wir es einfach mal neu, andersrum. So, aktuelle Position ist 0. Wir wollen aber auf die Position 5 Meter ausfahren. Geschwindigkeit setzen wir jetzt mal runter auf 2,5. X1. Mal gucken. Ja, genau. So. Dann hier Position 5. Er soll hier auf die 10 Meter. 2, 5. Ach, lassen wir jetzt einfach X10 drinne. Okay. Der hat das überschrieben, obwohl ich mir sicher war, dass ich es hier drauf gezogen habe. Probieren wir es noch einmal. Festlegen, 10, der soll zurück auf 5 mit 2,5.
Okay, also offensichtlich kann man nur zwei Funktionen auf so einer Schalttafel für einen Pisten, also für einen Kolben setzen. Okay, da muss man noch ein bisschen rumexperimentieren. So, ich schiebe mal kurz hier ein bisschen was zur Seite, weil mir zu Ohren gekommen ist. Dazu brauche ich jetzt mal kurz einen Rotor. Genau, Rotor. Nennen wir ihn Rotor 111. So, mir ist zu Ohren gekommen, dass wir. Wo haben wir jetzt den 111? Dass wir das auch. Ja. Richtung Winkel drehen. Geschwindigkeit festlegen und Obergrenze festlegen. Ja, die Funktionen haben wir jetzt auch für Rotoren und dementsprechend dann höchstwahrscheinlich auch für die Scharniere. Das schauen wir uns aber auch gleich mal an. Ich sollte auch das Richtige nehmen. Auch das nennen wir einfach mal Scharnier 111. Nicht wundern, ich nutze die Mod Build Vision gerade für solche Sachen. Da kann man sie sehr gut einsetzen, um solche Scharniere oder Rotoren zu benennen, wenn man da noch keine direkte Kontrollfunktion drauf hat. So, dann gucken wir uns hier mal an. Scharnier. Ja. Scharnier hat ebenfalls Untergrenze festlegen, Obergrenze festlegen. Richtung Winkel drehen und Geschwindigkeit festlegen. Also ja, diese Funktion ist jetzt ebenfalls bei denen mit dabei. Das habe ich zwar jetzt hier im roten Bereich gezeigt, im kostenpflichtigen Bereich, ist allerdings, soweit es mir bekannt ist, eine Funktion, die allgemein über den blauen Bereich eigentlich gekommen ist. So, mehr kann ich jetzt aktuell auch noch nicht sagen. Nur, genau, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Und zwar, was das Thema mit den Prototech-Blöcken angeht. Genau, was. Prototech. Genau, nehmen wir uns nochmal so ein Prototech-Gyro zur Hand. Die Gyros, sind übrigens animiert von Prototech. Also, wenn ich jetzt mal hier etwas mich so hinstelle. Man sieht, man kann die Standardressourcen rauskriegen. Man kriegt auch beim Zerflexen Prototech Paneele raus. Aber die anderen drei Komponenten sind rot. Genauso wie wenn man eine Batterie zerflexen möchte, sind ja auch die Batteriekomponenten, Energiekomponenten nicht wiederverwertbar. Also man bekommt dann Schrott raus. Und in diesem Fall bekommt man beim Zerflexen, wenn man zu weit geflext hat oder komplett weggeflext hat, bekommt man Prototech-Abfall. Ja, genau diesen da, Abfall. Ja, den braucht man dann in der Montage, in der Prototech-Montageanlage, um die anderen Komponenten wiederherzustellen.
wie genau man sie stibitzen muss, hat man, glaube ich, im Trailer gut gesehen. Ich weiß jetzt selber noch nicht allzu viel darüber. Wie gesagt, das ist alles noch relativ neu. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos haben wir den 15.10.24, sprich am Morgen diesen Tages nehme ich auf und das Update ist erst gestern Abend online gekommen, freigegeben worden. Ja, also sehr viele neue Möglichkeiten, sehr viele neue Sachen. Und wie man sieht, ich habe schon den ersten Marker im Weltall bekommen. Dort soll angeblich auf mich schon die Fraktion Factorum warten, um mich zu überfallen, wie auch immer. Von denen kann man sich dann regulär diese Geräte holen in die Prototech-Sachen. Ja, genau, die zwei neuen Fraktionen können auf Planeten und im All erscheinen. Also denkt bitte daran, auch auf Planeten eure Stationen abzusichern, zu bewaffnen. Sofern ihr dies nicht eh schon getan habt, weil ihr zum Beispiel mit anderen NPC-Mods arbeitet. Dann hoffe ich, das hat euch alles jetzt schon mal geholfen, auch eine kleine Übersicht zu bekommen und diese ganzen Informationen, die ich bisher sammeln konnte, habe ich gerne für euch gesammelt und dankt auch den Nerdzeitalter, in dessen Kooperationsauftrag ich dieses Video für euch aufnehmen durfte. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert gerne das Nerdzeitalter und kommentiert gerne. Wenn ihr noch Anregungen habt, wenn ihr noch neue Informationen habt, gebt sie gerne übers Nerdzeitalter in den Kommentaren allen anderen SE-Suchtis, so wie mich und dem guten Sven vom Nerdzeitalter mit. Also, ich bedanke mich ganz herzlich für bei euch und hoffe, euch hat's gefallen.